Vor 2 Wochen hatten wir hier bei Makorama einen technischen Totalausfall. Damit meine ich, dass so ziemlich jeder Drucker hier im Büro außer dem Ultimaker nicht mehr funktioniert hat. Selbst unser Brucer hier hat von einem Moment auf den anderen den Geist aufgegeben. Das war ein ziemlicher Downer, weil die nächste Box vor der Tür stand und wir die Beispielprojekte drucken mussten. Daher vielen lieben Dank an alle, die uns geholfen haben. Vor allen Dingen aber auch an Mershi und Eugen, die sowohl telefonisch als auch über Discord Soforthilfe geleistet haben, sodass wir die Teile wieder flott bekommen haben. Inzwischen druckt unser Brucer hier wieder fleißig die Makerbots. Und von daher, vielen lieben Dank nochmal dafür. By the way, wenn ihr wissen wollt, was das da oben für eine Box ist, abonniert unseren Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben, denn demnächst wird darüber auch noch ein Video kommen. Aber woran hat es jetzt beim Brucer gelegen? Naja, das erste war ein klassischer Nozzle Jam, der wahrscheinlich dadurch hervorgerufen worden ist, dass sich Bauteile im Hotend gelöst haben. Was meine ich damit? Auf der Unterseite vom E3D Hotend, vom Heizblock genauer gesagt, sind 2 Einbohrungen und die große Öffnung für die Nozzle. Hier kommt die Nozzle normalerweise rein. Diese wird dann komplett bis zum Anschlag festgedreht und dann um eine Viertelumdrehung wieder geöffnet. Anschließend kommt die Heatpipe hier mit rein und wird so lange gedreht, bis sie entsprechend nicht mehr weiter reingeht. Das Ganze dreht man dann zum Schluss nochmal eine Umdrehung fest. Und am Schluss sollten rein theoretisch hier drin beide Kanten von der Nozzle und von der Pipe aufeinander stoßen und keine Lücke mehr bilden. Wenn da eine Lücke ist, kann es zu einem Jam kommen und das führt dann entsprechend zu solchen Problemen wie bei mir. Bei mir war es dann so schlimm, dass die komplette Pipe verstopft war, sodass ich mit der Heißluftpistole entsprechend das ganze Teil sauber machen musste. Und wie man sieht, es ist nicht alles weg, aber ich habe es zum Großteil sauber bekommen und es funktioniert wieder. Nachdem nun endlich das Problem mit dem Nozzle Jam behoben war, trat gleich das nächste Problem auf. Die X-Carriage funktionierte nicht mehr richtig. Statt beim Self-Test immer wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren, bewegte sie sich immer davon weiter weg. Woran lag es? Den Motor konnten wir nach einer Analyse ausschließen, genauso wie den Keilriemen. Mörchi hat mir dann noch entsprechend dieses Ballistol Mehrzweckfett empfohlen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Aber selbst das hat echt geholfen. Letzten Endes lief es darauf hinaus, dass die Kugellager unter zu hohem Druck standen und sich deswegen nicht richtig bewegten. Also löste ich die 2 Schrauben auf der Rückseite des Extruders und schon lief das Ganze wieder. Es war ein nerviges Problem und es hat lange gedauert, bis man es raus hatte, aber letzten Endes war es einfach zu beheben. Last but not least war der Thermistor, den ich eingebaut hatte, wohlgemerkt ein ganz neuer von E3D, direkt kaputt. Also setzte ich wieder den alten ein und hoffte, dass er funktionierte und siehe da, es lief wieder. Und wie man sieht, er hat mittlerweile einige Makobots gedruckt, von daher bin ich mittlerweile von den Druckergebnissen ganz zufrieden. Several days later. Und da hat mich die Erkältung weggerafft, bevor ich den Brucer fertig reparieren konnte. Ein einziger Punkt ist noch offen. Ihr seht, ich habe hier nur einen Temperatursensor in der Hand jetzt. Der Grund dafür ist, dass der Brucer momentan einen Mintemp-Error hat, sobald ich den einschalte. Das kriege ich relativ gut in den Griff, sobald ich irgendwie 2 Finger irgendwie unten an die Düse lege und dann gucke, dass die nicht unter 15 Grad oder unter 16 Grad fällt und dann schnell den Druckauftrag starte oder einen Pre-Heat starte. Und das ist natürlich nervig und deswegen kriegt der gute Drucker nochmal einen neuen Sensor in der Hoffnung, dass das Ganze hilft und dass wir dann ab sofort drucken können. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze jetzt durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen wird, aber das glaube ich eher weniger, weil das Druckbett hat auch eine Temperatur von 20 Grad. Nur die Nozzle scheint irgendwie immer auf unter 16 Grad abzufallen, meistens so irgendwas um die 13, 14 Grad. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung und dann läuft da natürlich ein Mintemp-Error rein. Ich laber deswegen nicht lange rum, wir gehen rüber zum Drucker und schauen, was wir tun können. So, als erstes müssen wir auf der Unterseite und auf der Rückseite die Kabelbinder entfernen. Dafür schiebe ich jetzt mal hier entsprechend den Druckkopf ein bisschen zur Seite. Genau, Nummer 1. Jetzt sieht man das natürlich ein bisschen schlecht von hier vorne. Ich mag ihn aber auch ungern aus dem Gehäuse rausreißen. Da sieht man es.
Und das war der zweite Kabelbinder. Damit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier hinten, wie man sieht, das Kabel zu entfernen. Und damit wären wir schon fast halb fertig mit dem Ganzen. Als nächstes löse ich jetzt von hier unten erst einmal die Heizung. Man sieht, die ist noch recht sauber, das heißt, die ist noch nicht so lange drauf. Ich schaue mal den Druckkopf noch etwas nach oben. So, als nächstes, ist das die richtige oder nein, das ist nicht der richtige Bit. Das ist der richtige. Und das sollte auch schon reichen eigentlich. Und da ist das gute Stück. Kriegst du es erfasst? Nein, kriegt er nicht erfasst. Okay, ist zu dünn. Mag der Autofokus momentan gerade irgendwie nicht. Kann ich nochmal so versuchen? Ja. Jetzt. Da sieht man, der ist schon recht dreckig. Und es hat auch nicht mehr ganz taufrisch. Dafür kommt jetzt, wo habe ich ihn? Ich hatte ihn noch eben dahin gelegt. Ach ne, da hinten habe ich ihn liegen lassen. Dafür kommt jetzt dieser schöne frische Sensor rein. Wo muss ich hin? Da kommt dieser schöne frische Sensor rein. Der ist schön taufrisch und auch relativ schön eingebaut. Hoffe ich mal. Schraub noch mal kurz diese eine Schraube da hinten los. Damit können wir den auch abnehmen. Und dann sehe ich auch besser, wo ich das Ganze rein positionieren muss, nämlich hier. Perfekt. Dann die Schraube wieder festziehen. Damit wäre der neue Sensor drin. Damit wäre der neue Sensor drin. So habt ihr auch wieder ein scharfes Bild. Und wir können ihn hier hinten entsprechend anstecken. So, damit er nicht irgendwie über die Düse drüber fällt. Noch ein Kabelbinder dran. Da haben wir einen. Nochmal einen Kabelbinder hier hinten durch. Ja, da soll es durchgehen. Das aber nicht. Genau so. Und der Prusser ist wieder so gut wie neu. Ja. Und wie man sieht, die Temperatur liegt wieder im Bereich von 20 bis 21 Grad und der Mintemp-Error ist endlich weg. Das heißt, die Operation war erfolgreich, der Patient lebt und ich glaube, ich gehe mir jetzt endlich mal die Palette 2 angucken. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.